Hier ist wieder das Mittel von YouTube. Heute machen wir mal ein kleines Vergleichsvideo und zwar zwischen verschiedenen Darts. Einmal die Original von Nerf und welche aus China. Jetzt schauen wir uns erstmal an, welche das genau sind und dann wünsche ich noch viel Spaß mit dem Video. Jetzt zeige ich erstmal die verschiedenen Softdarts, die ich mir bestellt hatte. Hier habe ich mir 100 Stück direkt auf Amazon bestellt. Das ist so ein, ich sag mal, Nerf Elite Softdart Nachbau. Die kosten jetzt nur 10,99 Euro. Der Versand natürlich was länger. Ich habe gut 2 Wochen darauf gewartet. Hier mal kurz zum Vergleich. Eben gab es 100 Darts für 10 Euro als Nachbau aus China. Und die originalen Hasbro Nerf N-Strike Elite Darts im 30er Pack kosten 10 Euro. Chinamann, geh du voran. Ich habe mir noch 3 unterschiedliche Darts aus China kommen lassen. Und zwar habe ich die bei AliExpress bestellt. Da kosten jetzt 10 dieser Darts hier 1 Euro. Diese habe ich mir auch noch bestellt. Dort kosten jetzt 50 Stück 3,70 Euro. Und die kann man sich in unterschiedlichen Farben liefern lassen. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Heuler bestellt. Vergleichbar mit den Nerf Dartex. Hier kosten jetzt 20 China-Heuler um die 6,50 Euro. Wobei, wenn die aus China nicht weiterfliegen wie die Original von Hasbro, fährt man mit diesen nämlich günstiger. Die Dartex im 36er Nachfüllpack kosten nämlich nur um die 8,50 Euro. Wer nachher Interesse an dem einen oder anderen Dart hat, den Link dazu postet ihr im Text unter dem Video, klickt einfach mal drauf. Falls ihr bei AliExpress was bestellen wollt, braucht ihr jedoch eine Kreditkarte. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen aufgebaut. Fangen wir mal mit Nerf an. Das sind ja die Elite Darts. Dann hätten wir einmal die Zombies, das sind die hier. Und noch die Dart Tag. Die haften ja so ein bisschen an Pullover zum Beispiel. Und die heulen so schön, wenn man die verschießt. Aus China! Die sind alle gleich, nur von der Farbe her halt unterschiedlich. Das wären dann die hier. Und dann haben wir noch so eine Art, ich sag mal, Dart-Tag. Der haftet zwar nicht, soll aber so ein bisschen heulen. Ich vergleiche als erstes mal hier die Elite mit den China-Darts. Ich zeige nur den schwarzen, weil die anderen sind baugleich. Tun wir die mal so nebeneinander. Seht ihr schon, die sind so gut wie gleich groß. Es gibt ein ganz, es ist vielleicht ein Millimeter, ist der schwarze ein bisschen kürzer. Und hier mal die Köpfe. Der ist auch noch ein, ja, nicht ganz so hoch wie der von Nerf. Aber vom Durchmesser her sind sie gleich. Sieht man auch hier unten. Da tut sich so gut wie gar nichts. So, das waren einmal diese. Ja, jetzt nehmen wir noch die, ich sag mal, Heuler. Auch hier wieder erstmal nebeneinander. Die sind so gut wie gleich lang. Und die Köpfe, ja, von der Form her ähneln diese schon. Die aus China haften halt nicht an der Kleidung. Und die Löcher sind ein bisschen größer. Und dann schauen wir nachher mal, ob die auch so gut pfeifen. Ja, und hier nochmal Durchmesser. Da tut sich so gut wie auch nichts. Folgendes ist mir bei Nerf aufgefallen. Hier vorne bei der Kappe, die lässt sich so leicht zusammendrücken. Und die aus China, die sind mehr starr, die Kappen. Da kann man jetzt nichts zusammendrücken im Vergleich halt dann zu Nerf. Und dadurch ist das Ganze natürlich dann auch viel härter und steifer. Und die Treffer tun dann mehr weh. Deswegen würde ich auf jeden Fall hier so eine Schutzbrille empfehlen, dass er die dann beim Spielen tragt. Die sieht richtig schick aus. Sind noch ein paar Elite-Darts mit dabei. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, ich habe mal ein bisschen was aufgezeichnet. Bis unten sind es 30 Meter. Messband genommen. Dann Markierungen mit Kreide gemacht. Und wir fangen jetzt mal an mit der Firestrike. Ich habe jetzt hier Dartex, die Zombies und die normalen Elite-Darts. Und werde ich jeweils 5 Stück mal da runterschießen. So, fangen wir mit den normalen an. Schalt den Arm gerade. Und dann schauen wir nachher mal,
welche am weitesten geflogen sind. So, jetzt kommen die Wellen ein, so, jetzt kommen die Zombies. Oh, der ging richtig weit. Ist nicht so ganz windstill heute, muss ich dazu sagen. Aber gerade geht's. So, ein Anschluss. Und jetzt kommen die Heuler. Die gefallen mir besonders gut. Die sind präziser, fliegen aber nicht so weit. So, jetzt haben wir durchgeschossen mit den normalen Nerf-Pfeilen. Ja, jetzt kommen wir zu den China-Pfeilen. Die 10 Stück in Schwarz und in Gelb nehme ich als Vergleich für die Elite und für die Zombies. Und die hier für die Datex, weil die sollen ja angeblich auch so ein bisschen heulen. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich fange mal mit den Schwarzen an. Ja, die fliegen recht ordentlich, muss ich sagen. So, jetzt nehmen wir die Gelben, die sind ja baugleich, also anders von der Farbe her. Ja, ein bisschen sind die jetzt hinterher, die rollen da rum. So, zwei habe ich noch. So, und jetzt kommen die angeblichen Heuler. Die haben ja vorne so einen Gummikopf. Sind ein bisschen schwerer. Heulen ein ganz bisschen. Fliegen auch schön gerade. Und der letzte. Jo. Die heulen ein bisschen, aber nicht so schön halt wie die Original von Nerf. So, jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, da hat sich nicht viel getan. So, hier sind wir so in einem, ich sag mal, ja, das hier ist der 15 Meter Bereich, fängt so im knapp 17er an. Ja, hier sind chinesische Heuler, dann ein paar Zombies, Datex, Chinese, und dann haben wir hier so wieder ein paar von den Nerfs. Dann ist ein Chinese hier wieder, ein gelber. Gelber Chinese, boah, bin ich fies. Die sind halt gelb. Datec, Zombie. Ja. Und hier noch ein paar von den Chinesen. Also ihr seht, jetzt sind wir hier schon im 23 Meter Bereich. Aber ja, die sind wahrscheinlich hingerollt. Ich wollte es halt nur mal zeigen. Da tut sich jetzt nicht viel, wenn man, sag mal, die chinesischen Darts nimmt oder halt die Darts von Original Nerf. Von der Reichweite her fliegen die alle so gut wie gleich weit. Ja, hier haben wir eine Rapid Strike CS18. Hier ist das Magazin und das sind die Original Nerf und hier sind die aus China, die halt so günstig waren. Und damit werde ich jetzt mal hintereinander die ganzen verschießen. Dann schauen wir mal, welche am weitesten fliegen. Durchgeschossen. So, gucken wir mal. So, Schraub, Schraub, Schraub. So, alles so im 17er bis 20er Bereich und ihr seht auch schon wieder, tut sich nichts. Hier sind die aus China und hier sind die Original von Nerf und die verteilen sich dann halt hier alle kunterbunt. Ja, da sind nochmal zwei von Nerf und hier ist nochmal einer aus China. Abschließend kann man sagen, dass die Darts aus China eigentlich genauso gut sind wie die Original von Nerf. Verarbeitung ist bei beiden sehr gut. Des Weiteren tut sich nicht viel, was die Reichweite angeht. Vielleicht mal der ein oder andere Meter weiter. Deswegen kann ich die aus China nur empfehlen. Besonders hier jetzt die, ich sag mal, schwarzen, weil die könnt ihr auch auf Amazon bestellen. Der Link dazu dann im Text von unter dem Video, klickt da mal drauf. Ich würde auf keinen Fall, wer es vorhat, diese, ja, möchte gern Heuler hier kaufen. Die fliegen zwar genauso weit wie die Datex, dafür heulen die Datex aber schöner und
sind, man glaubt es kaum, günstiger als die Kopien aus China. So, das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Nerf-Video.